Hi und herzlich willkommen zu dieser Session. Die handelt komplett um das Thema Material und welche Fräse ihr damit am besten verwendet. Das ist eine Advanced Session, das heißt, wir werden direkt tief in das Thema Fräser und Fräsergeometrien einsteigen. Und wenn wir über Fräser sprechen, natürlich ist dann mit im Studio auch Andi. Hi Andi. Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Session. Ich freue mich außerordentlich, dass ich heute mal eine Axt mitbringen durfte ins Studio. Und noch mehr freue ich mich natürlich, dass ich heute auch einen sogenannten Telefon-Joker habe, den Michael. Hi Michael. Hi, ich bin der Michael, bin von Soratec und da werden jetzt auch einige Fräser von uns praktisch gezeigt. Und ihr dürft dann auch gerne Fragen dazu stellen, die wir euch dann umgehend beantworten. Genau, und wenn wir zu Fragen sprechen, dann stellt natürlich eure Fragen direkt in den Chat. Heute wird nämlich Flo bei uns im Chat sein und er nimmt eure Fragen direkt auf und wird sie dann mir und Andi und Michael auf jeden Fall stellen. Hi Flo. Hallo zusammen, freue mich total. Der Chat ist schon ganz schön wild unterwegs und wir legen am besten los, oder? Sehr gut, ja. Andi, let's go. Tipptopp. Das heutige Webinar ist ja eigentlich die Fortsetzung vom letzten Fräser-Webinar, vom ersten. Deswegen möchten wir jetzt noch kurz zurückschauen, was wir denn da gelernt haben. Mirja, Slides, bitte. Ja. Genau, wir haben zuerst letztes Mal die Spanndicke angeschaut. Sehr eine bekannte Größe, eigentlich die sich aus dem Vorschub der Schneidenanzahl und der Drehzahl von einem Fräser zusammensetzt. Heißt, wenn ich eine konstante Drehzahl habe und mit dem Vorschub spiele, wenn ich den Vorschub vergrößere, werden auch meine Späne dementsprechend größer. Wenn ich den Vorschub verkleinere, werden Späne kleiner, bis hin zu Staub und im schlimmsten Fall natürlich auch Brandstellen am Werkstück, was wir ja unbedingt vermeiden wollen. Im Umkehrschluss, wenn wir den Vorschub konstant halten, die Drehzahl hochstellen, haben wir das gleiche Spiel, das gleiche Bild mit Brandstellen. Wenn wir die Drehzahl halbieren, haben wir größere Späne und im schlimmsten Fall kann uns da der Fräser verhängen. Dann haben wir letztes Mal auch noch den Querschnitt der Fräser angeschaut. Links sehen wir den Fräser mit einer sehr kleinen, also mit einem kleinen Schneidwinkel, sehr ein scharfer Fräser. Rechts sehen wir einen mit einem großen Schneidwinkel, eher ein stumpfer Fräser, der das Material auch eher schabt, als dass er schneidet. Jetzt heute als erstes Beispiel möchte ich noch eine andere Größe bekannt machen und das ist der Schnittdruck. Was ist Schnittdruck? Schnittdruck hängt eigentlich sehr stark auch mit der schneidenden Geometrie zusammen, also mit dem Schneidwinkel. Dafür habe ich jetzt auch die Axt und das Messer da mitgebracht. Die Axt mit einem relativ großen Schneidwinkel, das Messer mit einem kleinen, also Messer sehr schnittig, Axt weniger schnittig, aber dafür eine höhere Standzeit. Wenn ich jetzt das Messer nehme, auf meinem Schaumstoff platziere und eine gewisse Kraft ausübe, passiert Folgendes. Ab einem gewissen Druck taucht es ein und schneidet da sauber einen Schnitt in meinen Schaumstoff. Wenn ich das Ganze mit der Axt mache, die einen höheren Schnittdruck hat, drücke ich eigentlich den Schaumstoff nur zusammen, aber die schneidet noch nicht. Da müsste ich wesentlich mehr Kraft aufwenden, damit die schneidet. Also Schnittdruck hängt sehr stark mit dem Material zusammen, mit der Schneidenbeschaffenheit, aber auch damit, wie viel Material das ich schneide. Also wenn ich jetzt da anstatt diesen 20 mm Schaumstoff 50 mm nehme, merke ich das schnell, dass ich mit dem Messer wesentlich mehr Druck ausüben muss, damit das eintaucht. Bei der Origin, bei uns wäre das eigentlich das gleiche, wie wenn ich eine größere Tiefe einstelle oder einen größeren Durchmesser habe. Also eigentlich Tiefe vom Material und Durchmesser haben auch eine Auswirkung auf den Schnittdruck. Ja, Michael, was sagt deine Expertenmeinung? Würdest du mir da zustimmen? Oder noch ergänzen? Nee, passt schon so im großen Ganzen, hast du alles gesagt, was da dazugehört. Da gilt halt immer, dass man das richtige Werkzeug raussucht für die jeweilige Anwendung. Weil
Es ist halt so, klar, ein scharfer Fräser ist immer besser oder auch ganz oft besser wie ein stumpfer Fräser, gerade bei weichen Materialien. Aber man hat halt eben auch das Problem, dass wenn da dann halt zu scharf ist oder gar nicht die Schärfe gar nicht benötigt wird, dann verschleißt halt das Werkzeug relativ schnell. Und da die Fräser nicht ganz günstig sind, wäre das praktisch total unnötig, dass man da halt das falsche Werkzeug dafür einsetzt. Genau darüber wollen wir jetzt heute natürlich sprechen und haben da auch schon eine Auswahl von verschiedenen Werkstoffen vorbereitet. Wir werden heute mit einem weichen Werkstoff beginnen, nämlich mit Schaumstoff. Dann gehen wir zu Holzwerkstoffen. In diesem Fall haben wir da den Vertreter Spanplatte. Dann gehen wir über zu Plastik. In diesem Fall haben wir Acrylglas und Corian. Und zum Schluss noch Werkstoffe mit sehr hohem Schnittdruck, nämlich Weichmetalle, Aluminium und ganz zum Schluss dann noch Messing. Gut, Mirja, möchtest du mal den ersten Fräser in die Kamera halten, nämlich Klar. den für den Schaumstoff? Ja, also ich zeige mal kurz so ein bisschen, wo denn heute die Reise hingeht. Und zwar den ersten Fräser, den hat Andi schon in die Origin eingespannt. Das ist aber ein sehr ähnlicher Fräser wie der hier, auf den komme ich gleich zu sprechen. Generell gilt es heute, wie Andi schon sagte, wir arbeiten uns von weich zu hart im Material. Das heißt, als erstes werden wir Schaumstoff bearbeiten. Ihr seht dann hier drei Fräser, das sind Universalfräser, die haben alle zwei Schneiden. Ihr seht hier eine gerade Schneide, dann haben wir hier einen Schrubbfräser für die das grobe Ausnehmen, beispielsweise von Taschen, und dann eben für den letzten, für den Schlichtdurchgang, dann diesen hier. Alle drei sind perfekt, um in Holz zu arbeiten. Wir haben dann hier noch einen Fräser, der für Spanplatten vorgesehen sind. Wir gehen hier weiter zu einem Fräser für Kunststoff, dann Verbundmaterial, dann gehen wir über in Aluminium, diese zwei Fräser. Und jetzt seht ihr hier nochmal einen Fräser, das ist einfach nur ein größerer Durchmesser. Das ist der gleiche Fräser, den Andi jetzt eingespannt hat, und zwar für Schaumstoff. Über diese drei Fräser sprechen wir gleich alle noch, oder ja, sprechen wir später. Und Michael, was macht denn diesen Fräser so besonders? Warum nutzen wir den jetzt für Schaumstoff? Gut, in erster Linie ist das ein sehr, sehr scharfer Fräser, also die Schneiden sind sehr, sehr scharf geschliffen, da ja Schaumstoff auch relativ wenig Widerstand dem Werkzeug gegenüber bietet. Das heißt, der Verschleiß ist relativ gering und dadurch kann man den auch extrem scharf schleifen. Und dann nimmt man dafür die Schaumstoffgeschichte, einen Dreischneider, dass halt eben der Materialabtrag relativ gering ist. Weil es sich halt sonst, erstens mal wird das aus dem Schaumstoff rausreißen. Ja, und dann hat man da so ausgerissene Stellen dran. Und deshalb nimmt man da eben einen Dreischneider, dass der Materialeingriff recht gering ist für die ganze Geschichte. Sehr gut. Also, dann lasst uns mal damit starten. Genau, wie Michael eben gesagt hat, haben wir da einen relativ geringen Widerstand vom Material, einen geringen Schnittdruck. Das heißt, wir können ordentlich zustellen. In der Tiefe geben wir da gerade mal 20 mm, was der Schneidelänge des Fräsers entspricht. Und wir geben beim Vorschub 700 mm die Minute, was für Origin eigentlich relativ viel ist, aber für eine stationäre CNC eher wenig. Da wir drei Schneiden haben und nicht wollen, dass uns der Schaumstoff wegschmilzt, werden wir dann mit der Drehzahl etwas runtergehen. Also ich gehe jetzt auf die Stufe 4 bis 5, so ungefähr um die 21.000 Umdrehungen. Genau, das werde ich jetzt gerade mal fräsen und währenddessen werden meine Kollegen vielleicht kommentieren. Genau, Andi wird jetzt hier beziehungsweise in alle Materialien immer die Kante anfräsen.
damit ich euch dann später einfach die Kanten schön in die Kamera halten kann. Das heißt, wir werden heute wieder genau hingucken, so wie beim ersten Fräser-Webinar auch. Wir wollen wirklich sehen, was der Unterschied ist. Mit diesem Fräser, der ja für Schaumstoff gedacht ist, wird jetzt Andi die komplette Kantenlänge einmal durchfräsen. Und später haben wir dann auch gleich ein Negativbeispiel für euch. Das heißt, nicht alles, was wir jetzt heute tun und euch zeigen, soll dann wirklich auch, sind Positivbeispiele. Deswegen später werden wir euch auch noch einen Fräser zeigen, der definitiv nicht für Schaumstoff geeignet ist. Einfach, dass wir schön vergleichen können und da sehen, was der Unterschied in der Fräsqualität macht. Genau, ich denke, so wie Michael schon gesagt hat, ein scharfer Fräser führt ganz oft zu einem guten Ergebnis und dementsprechend lohnt es sich auch mal absichtlich, den komplett falschen Fräser zu wählen, um einfach mal einen Unterschied zu sehen. Nicht jeder guckt genauso hin wie Andi, der doch einen sehr scharfen Blick auf die Fräskanten immer hat, aber ich denke, wir haben ja heute sehr viel CNC-Know-how hier in der Shaper Session. So, jetzt mal gucken, was Andi gezaubert hat. Genau, ich habe jetzt mal zwei Durchgänge gemacht, weil es 30 mm Schaumstoff ist und ich nur 20 eintauchen kann pro Fräsdurchgang. Ja, das war jetzt das Positivbeispiel. Bevor wir es vergleichen, müssen wir natürlich noch etwas haben zum Vergleich. Das ist unser Negativbeispiel. Mirja, zeig doch mal bitte den Fräser, den wir da verwenden. Genau, und zwar ist es dieser Fräser hier. Ihr seht auch einen Zweischneider. Wir haben hier gerade Schneiden und wie gesagt, definitiv nicht geeignet für Schaumstoff. Das Gute ist aber, weil wir das Negativbeispiel machen, müsst ihr es nicht mehr tun. Und ich übergebe an Andi. Andi, wäre das jetzt mehr so die Axt in deinem bildlichen Vergleich? Genau, dieser Fräser hat sicher einen größeren Schnittwinkel als der andere, ist weniger scharf geschliffen. Vielleicht, Michael, vielleicht möchtest du noch was dazu sagen, was denn genau der Unterschied ist zwischen den zwei Fräsern. Gut, klar, da hat halt der eine Fräser schon gerader Fräser. Es hat dann eben auch noch den Nachteil dazu, weil je gerader so eine Schneide ist, je schlechter bekommt man das abgefräste Material, also in dem Fall jetzt die Späne nach oben raus transportiert, ist jetzt da weniger ein Problem, wenn man gerade an der Schneidekante fräst. Aber wenn man da jetzt eine Tasche oder eine Nut machen würde, ja, dann hat man da natürlich schon einen Vorteil, wenn der Fräser eine leichte Spirale hat. Die Spirale darf aber nicht zu arg sein, weil je mehr das die Spirale ist, je eher wird das Material nach oben gezogen, dann kann es auch wieder ausreißen an der Schneidekante. Michael, ich hätte gerade noch mal eine Frage an dich. Gibt es spezielle Fräser für Wollfilz oder Filz? Also gibt es da erfahrungsgemäß was gut schneidet? Also ich nehme an, dass es eigentlich gut durchgeht mit einem scharfen Fräser. Aber hast du da selbst vielleicht auch Erfahrungswerte? Nee, habe ich jetzt selber keine Erfahrungswerte. Aber ich könnte mir da jetzt vorstellen, dass da eben auch der Schaumstofffräser, also halt ein relativ scharf oder ein sehr scharfer Spiegelnachtfräser, dass der da sehr gut funktioniert für so eine Geschichte. Genau, also ganz grundsätzlich könnt ihr mit Origin natürlich alles fräsen, was mit einer Oberfräse auch fräsbar ist oder mit einer CNC-Fräse. Immer wichtig, bei Origin kann man keine Kühlflüssigkeit oder was aufbringen. Dafür ist das Gerät einfach nicht gemacht, aber das sollte bei Filz ja nicht notwendig sein. So, Andi hat jetzt beide Ergebnisse bereit und jetzt gucken wir uns das mal an. So, genau, lasst uns mal wirklich genau hinschauen auf die unterschiedlichen Fräsungen. Ihr seht jetzt hier einmal die Fräsung mit dem Fräser, mit dem Dreischneider, der wirklich für Schaumstoff gemacht ist. Und eben hier das Negativbeispiel. Und ich hoffe, ihr könnt es genauso gut sehen, wie ich jetzt hier direkt dran. Man sieht richtig, dass hier das Material abgeschabt wurde und es steht auch richtig so, ja, noch Späne oder Material hoch. Man sieht richtig, dass da gekratzt wurde und hier wurde tatsächlich geschnitten. Ich glaube, so ist es ganz gut ersichtlich. Sehr schön, ja. Super Beispiel. Okay. Flo, du sagst einfach, wenn es dazu immer Fragen im Chat gibt, ne?
Genau, also Chat ist ganz aktiv, aber ich schmeiße sie dann rein, so wie es passt. Genau. Super, sehr schön. Solange Andi den Fräser wechselt, schauen wir nochmal die drei an. Wie gesagt, das sind alles Universalfräser, die im Detail wir schon im ersten Fräser-Webinar besprochen haben. Wir haben vor allem mit dem Schrubbfräser gearbeitet und dann unsere Schlichtdurchgänge gemacht. Und wenn wir jetzt aber mal so ein bisschen über Spanplatte sprechen, dann wollen wir auch diesen Fräser hernehmen. Der hat ein Diamant oder ist ein Diamantfräser und einen sogenannten ein Einschneider ist es nicht, Andi, richtig? Oder Michael auch gerne? Doch, ist schon ein Einschneider in dem Fall. Ja. Ja. Schon nur eine Schneidekante dran, die praktisch im Material drinsteht. Ja, verstanden. Sehr gut. Also diesen Fräser werden wir jetzt nehmen und auch für unsere Spanplatte verwenden. Und auch hier gibt es dann wieder einen Vergleich. Andi, bevor du loslegst, vielleicht ganz kurz nochmal zum Thema Schaumstoff, weil das gerade auch im Chat aufkam wieder. Was gibt es da zu beachten zum Thema Z-Touch? Also wir können ja mit der Origin sehr, sehr einfach die Fräserlängen abtasten über nur einen Druck. Und da war die Vermutung, dass es bei Schaumstoff zu Problemen führen kann, weil der Fräser sozusagen in den Schaumstoff reindrückt. Das Gleiche kann natürlich passieren auch bei Balsaholz oder irgendwas bisschen weicherem. Genau, bei Schaumstoff habe ich das besonders auch schon beobachten können, dass da der Fräser einfach nur eintaucht, schon bis zu 10 mm tief zum Teil. Aber kein Problem in diesem Fall. Ich muss ja den Z-Touch nicht auf dem Werkstoff selber machen. Ich kann die Origin dafür auf meine Workstation schieben oder auf ein härteres Werkstück. Kann da schnell den Z-Touch ausführen. Genau, für alle, die das noch nicht gesehen haben, die Spindel senkt sich gerade ab sozusagen, lernt sich einmal ein und das kann natürlich auf einem beliebigen Werkstück passieren. Dann nehme ich die Origin einfach wieder zurück auf den Arbeitsbereich und genau, kann dann sozusagen den genullten Fräser perfekt einsetzen. Okay, Andi, zurück zur Spanplatte. Genau, ich hatte ja hier gerade gesagt, auch hier machen wir einen Vergleich und der Vergleich wird mit dem 6 mm Fräser gemacht. Das ist der mit Origin sowieso schon mit dazukommt. Es ist ein Fräser, der universal auch einsetzbar ist. Aber Andi hat einen schönen Vergleich Spanplatte, mit was vergleichst du denn die Spanplatte? Genau, also mit anderen Holzwerkstoffen kann man sie nur bedingt vergleichen, weil die Spanplatte extrem abrasiv ist für Fräser. Das heißt, man lässt sie relativ schnell durch, die Fräser an Spanplatte, sind ziemlich schnell stumpf. Und ich vergleiche sie immer gern mit einem Cheeseburger, weil ist kostengünstig zu haben, viele Leute haben es gern, aber man weiß nie genau, was drin ist. Also es kann sein, dass der Fräser bei einer Spanplatte ab und zu auf Metall trifft, ab und zu auf Schaumstoff, Kunststoff. Sand, oder? Sand. Ja. Also ist auch nicht unbedingt optimal für den Fräser. Genau, deswegen haben wir jetzt auch den Einschneider, der eine Diamantschneide hat und sicher eine höhere Standzeit. Aber um den zu vergleichen, werden wir auch eine Fräsung jetzt mit unserem Zweischneider Universal. Habe ich schon gezeigt. Danke. Genau, werden wir den oder die zwei Fräser vergleichen. Genau. Ich gehe jetzt da wieder auf 20 mm Tiefe. Und da wir einen höheren Schnittdruck haben als im Schaumstoff vorher, werde ich da, damit ich die Origin kontrollieren kann, den Vorschub auch runternehmen auf 450 mm pro Minute. Also wesentlich weniger als vorher. Die Drehzahl lasse ich ungefähr auf Stufe 5. Wir wollen ja auch nicht, dass da irgendwie was brennt, weil die Spanndicke zu klein wäre. Genau, während Andi jetzt wieder loslegt an der Fräse, also für viele von euch ist es sicher zum ersten Mal, dass ihr Origin seht. Wir sind jetzt hier in einem Advanced Session, das heißt schon ein ziemlich erweitertes Thema. Man kann mit Origin natürlich auch ganz einfach erstmal mit den Standardfräsern loslegen. Aber ihr seht jetzt hier die automatische Fräskorrektur. Andi taucht ein in die Kontur und muss jetzt das Gerät nur ganz grob entlang der Linie fahren. Die automatische Korrektur durch zwei Schrittmotoren in diesen linken und rechten weißen Schultertaschen sozusagen sind die positioniert, korrigieren seine handgeführte Bewegung.
Es gibt eine Frage für Michael. Vielleicht hast du da einen guten Erfahrungswert. Thema Korkfräsen. Da müsste es doch sicher einen speziellen Fräser geben. Also ich würde auch wieder einfach zu einem sehr scharfen Spiralnutfräser wahrscheinlich greifen, aber vielleicht hast du sogar noch was Spezielleres im Kopf. Ist mir jetzt nichts bekannt, dass es da irgendwie was Spezielles gibt. Also wir haben da auf jeden Fall nichts im Sortiment da dafür. Ich mache sowas immer mit Einschneider, da das ja doch ein sehr weiches Material ist, man da eine sehr hohe Spanabnahme hat, würde ich da, wie gesagt, halt eher einen Einschneider für einsetzen. Wie das jetzt mit dem Gerät aussieht, kann ich jetzt leider nicht sagen, weil wir da noch keine Erfahrung damit haben. Aber wie gesagt, grundsätzlich ein Einschneider, was man ordentlich zustellen kann. Wunderbar, super. Genau, jetzt kommen doch einige Fragen rein. Ich lese mich erstmal ein und schmeiße sie dann zu. Genau, ich habe jetzt da den Einschneider eingesetzt mit der Diamantklinge. Die Klinge ist nur 14 mm hoch, die Schneide, deswegen kann ich auch nur 14 mm eintauchen aufs Mal. Habe da dafür einen 8er Durchmesser und muss den zuerst wieder einlesen mit dem Z-Touch. Genau, Vorschub werde ich noch ein bisschen runternehmen, weil jetzt in dem Fall die eine Schneide die Arbeit von vorher zwei erledigen muss. Gehe ich da auf 400 mm pro Minute, 14 mm tief und nehme da jetzt nochmal 2 mm mehr weg. Also minus 10. Bitte entschuldigt die Kamera, die auf Origin sitzt. Die hat ein bisschen Wackelkontakt gerade. Aber ich denke, ihr könnt trotzdem erst sehen, worum es geht. Andi hatte jetzt die Spindeldrehzahl auf 5 gesetzt. Origin Spindel ist von 10.000 Umdrehungen bis 26.000 Umdrehungen einstellbar. Stufe 5 ist dann circa so 22.800. Einfach, dass ihr ein kleines Gefühl dafür bekommt. Und dann schauen wir uns doch wieder die Kante an. Da muss ich jetzt leider eingestehen, dass ich selber noch einen kleinen Fehler gemacht habe. Ich bin 14 mm eingetaucht mit einer 14 mm Schneide. Ich seh's. Ja. Deswegen ist oben die Kante nicht ganz so sauber geworden. Also 13 mm wären da in dem Fall besser gewesen. Sieht man dann jetzt hier. Also auch hier wieder im Vergleich. Wir hatten hier den Zweischneider, den 6 mm und hier dann wirklich den vorgesehenen Diamant-Einschneider. Bis hierhin. Und ich muss sagen, beide sind von der Fräskante ganz gut. Man sieht aber doch, dass hier ab und zu so ein paar Brandstellen gab. Das ist dann einfach, ja, bei dem hier mit dem Diamantschneider einfach nicht so. An die Brandstellen, kannst du dazu was sagen? In den meisten Fällen auch ein zu hoher Vorschub oder zu geringerer Vorschub oder zu hohe Drehzahl. Zu viel Schneiden können Brandstellen verursachen oder ganz einfach auch ein stumpfer Fräser. Aha. Und halt jetzt in dem Material, Spanplatte, ja, werden so Fräser extrem schnell stumpf. Ja, Spanplatte ist so ein bisschen der Endgegner für jeden Fräser. Deswegen da dann wirklich darauf achten, auch die vorgesehenen Fräser zu verwenden. Michael, möchtest du dem Ganzen was hinzufügen zur Spanplatte? Kann ich jetzt relativ wenig zu sagen. Also das ist jetzt ein Material, das wir absolut oder so gut wie nie verarbeiten. Also da bin ich ein bisschen raus. Okay. Genau, so ein ganz klassisches Tischler-Schreiner-Material, was einfach viel jetzt im Möbel natürlich läuft. Und da gerade über die großen CNCs natürlich in riesigen Meterware durchgehen muss und es ist ein bisschen der Fräsertod, aber jetzt haben wir mal einen Fräser, der da auf jeden Fall länger durchhält. Im Blick gehabt, genau. Michael, wir hätten trotzdem nochmal eine Frage an dich hier aus dem Publikum.
hier einen Gitarrenbauer aus München, Christoph. Der fragt, ob du einen speziellen Fräser im Blick hättest für Sandwich-Materialien aus Linoleum und Alu. Also sozusagen der Kern ist dann wahrscheinlich 2,5 mm Linoleum und Alu außen wahrscheinlich drauf geplattet, so stelle ich es mir jetzt zumindest vor. Gibt es da was, wo du sagst, da hättest du was im Blick? Wie dick ist die Aluminium-Geschichte? 0,8 mm, also wirklich so ein ganz dünner Auftrag. Oder vielleicht sogar so ein Holzfräser zur Hand nehmen. Okay, das ist dann doch schon relativ dick. Also da würde ich vielleicht mit einem Zweischneider Universal oder so dran gehen. Weil man hat ja da irgendwie das Problem, dass das Holz nach oben ausreißt, ja, durch die Alubeschichtung oben drauf. Und somit könnte man da ganz glatt zwei Schneider universal nehmen. Also dass man eben keinen Spiralwinkel nach oben zieht, sondern einfach frontal angreift sozusagen. Nee, der Holzfräser ist ja auch überwiegend, hat er den Vorteil, dass der eine relativ steile Spirale hat, beziehungsweise der mit der geraden Spirale gar keinen Drall nach oben hat. Und ja, das Holz wird ja immer ausreißen oben, wenn der eine relativ flache Spirale hätte. Ja. Und aber das entfällt ja, da ja der Aluminiumdeckel oben drauf ist, kannst du ja das Holz nicht nach oben wegziehen, dass die Kante ausbricht. Okay. Perfekt. Aber das ist auch, denke ich, ein Thema, was wir sicher mal ausprobieren sollten. Also Christoph, gerne mal eine Materialprobe zuschicken, dann können wir das vielleicht mal zukünftig auch uns selbst angucken. Also es wäre dann dieser Fräser, über den wir hier sprechen, korrekt? Ne, das ist ja ein reiner Holzfräser. Da würde ich eher einen ganz normalen Zweischneider nehmen. Okay, alles klar. Gut, Andi hat jetzt schon Korian vorbereitet. Wir tauchen jetzt so ein bisschen in die Kunststoffwelt ein und werden auch da natürlich wieder zwei verschiedene Fräser nutzen. Zum einen ist es dieser hier, das ist ein Einschneider. Michael, was kannst du uns zu diesem sagen? Was macht den besonders? So was, gerade bei der Kunststoffgeschichte, also grundsätzlich, wenn man weiches Material verwendet, dann hat man ja eine relativ hohe Zustellung. Ja, das heißt, das Material ist relativ weich. Ich kann mit dem Fräser relativ weit reinfahren. Also der Span wird wesentlich dicker. Und somit muss der Span nach oben raus. Wenn der Span nicht nach oben rauskommt, dann bleibt er da unten drin liegen. Und es entsteht eine sehr, sehr hohe Reibung, und anzuschmelzen. Die Verbindung zu Michael ist gerade sehr schlecht. Ich übernehme einfach mal hier. Also wir sehen hier, dass auch die Nut hier innen drin poliert ist. Das ist einfach dafür da, dass der Span, der ja vom Kunststoff auch ziemlich schnell auch sich schmilzen kann, dass der sich nicht am Fräser festhängt. Michael, ich habe gerade kurz übernommen, weil deine Verbindung dann doch abgekracht ist. Wir würden diesen Fräser hier verwenden. Und ja, ich übergebe an dich, Andi. Im Vergleich werden wir aber auch wieder den 6 mm 2 schneiden haben, den du jetzt gerade schon eingespannt hast, richtig? Genau, ich werde mit dem jetzt 1 mm nachfräsen, weil doch der Schnittdruck von dem Material nochmal höher ist als von Spanplatte. Da es sich um einen sogenannten Kunststein handelt, kann man sich das vorstellen, wie hart das Material ist. Ist aber nichts anderes eigentlich als acrylgebundene Mineralwerkstoffe. Sozusagen lässt sich super bearbeiten mit Hartmetallwerkzeug. Und ja, das werden wir jetzt gerade sehen. Genau, jetzt zuerst mit dem Zweischneider, mit unserem eigenen. Drehzahl nehme ich auch etwas runter, damit das Material nicht schmilzt. Auf Stufe 4 gehe ich da ungefähr 15 mm tief, also die ganze Tiefe in einmal, und den Vorschub noch ein bisschen runter auf 300 mm die Minute, also weil ja das Material doch schon sehr hart ist.
Sorry. Man merkt so Schritt für Schritt, wir gehen in immer härtere Materialien und demnach gehen wir auch immer wieder vom Vorschub ein Stückchen für Stückchen weiter runter. Genauso wie mit der Drehzahl. Sie laufen ein bisschen zusammen, Vorschub und Drehzahl. Aber man kann tendenziell sagen, mit Origin geht man in härteren Materialien definitiv mit dem Vorschub zurück, weil die Maschine auch immer schwieriger zu kontrollieren wird, desto mehr Schnittdruck man aufwenden muss. Flo, ich guck dich mal so ein bisschen an. Gibt es Fragen im Chat, die wir während... Genau, es gibt etliche Fragen. Perfekter Fräser für Siebdruckplatten. Ich weiß nicht, ob Anni da kurz was zu sagen kann. Für Siebdruckplatten, auch andere Holzmaterialien, kann ich die Combo von Sorotec mit Schlupf- und Schlichtfräser einfach nur empfehlen. Die zwei Fräser zusammen sind meiner Ansicht nach einfach nur genial geeignet dafür. Also das wären dann diese beiden hier, richtig? Genau. Richtig, mit dem Schrubbfräser kann man ordentlich Material wegfräsen. Die Kante wird natürlich nicht so sauber, aber da haben wir ein perfektes Beispiel eigentlich in der ersten Fräser-Session gezeigt. Ja. Genau, da geht ihr einfach auf live.shapertools.com und könnt die ganzen alten Aufnahmen angucken. Also zu allen möglichen Schreiner-, Tischler-Themen, ganz verschiedene Themen, und da eine der letzten deutschen Aufzeichnungen sozusagen wäre dann die Fräser-Session Nummer 1. So, dann kommt ein Fräserwechsel. Bist du zufrieden mit der Kante jetzt? Mehr oder weniger. Dadurch, dass das Material ja schon ziemlich hart ist, kann man die einzelnen Schläge ein bisschen erkennen. Aber wir wollen sie jetzt ja da mit dem Einschneider vergleichen und werden dann nachher das im Vergleich kommentieren. Sehr gut. Genau, Andi, hier nochmal eine ganz grundlegende Frage, vielleicht auch an Michael, je nachdem, wie die Verbindung gerade steht. Wolfgang fragt, wie man grundsätzlich Ausrisse an der Beschichtung vermeiden kann. Ich habe mal so ein paar Sachen aufgezählt, aber vielleicht willst du es einfach nochmal kurz zusammenfassen. Gut, man, wie gesagt, also das Wichtigste ist halt gerade, wenn man Material hat, das nach oben hin ausreißt, dass man halt eben mit dem Spiralwinkel zurückgeht. Ja, also wenn es halt nicht reicht mit dem normalen, mit der 15 Grad Spiralnot, dann muss man halt auf den Geraden gehen, also auf den Fräser mit einer geraden Spiralnot. Und wenn das halt immer noch nicht ausreicht, dann nehme ich einen sogenannten linksspiraligen Fräser. Da geht die Spiralnut quasi in die andere Richtung und drückt das Material sogar nach unten. Allerdings hat man da dann halt oft das Problem, dass man die Späne oben, also dass man die Späne ganz schlecht rausbekommt. Da muss man immer so ein bisschen probieren. Aber wie gesagt, also im allerschlimmsten Fall eben so einen linksspiraligen oder auch Downcut-Fräser, der dann die Kante praktisch nach unten zum Material hindrückt. Wir haben ja einen Downcut bei uns im Studio. Vielleicht, Mirja, kannst du den noch schnell in die Kamera zeigen? Genau, das wäre der hier. Vielleicht können wir anhand von dem jetzt erklären. Michael, ich nehme dir mal daneben den Upcut hin. Genau. Also da ist eben die Schneide auf der anderen Seite. Und dann drehen wir den Fräser dann noch ein bisschen weiter, ja? Ja, jetzt sieht man oben, also das schneidet praktisch oben an der, also ich sage jetzt mal die rechte Schneidekante, die man jetzt von vorne in der Kamera sieht, auf der Seite schneidet der, und eben durch die Spiralen wird das Material nach unten gedrückt und nicht nach oben gezogen beim Fräsen. Ja. Kannst du vielleicht mal mit dem Finger hinzeigen, welches das die scharfe Kante ist? Das ist die hier. Genau die, ja. Und dadurch wird halt dann durch die Drehung wird das Material nach unten gedrückt. Aber der spart natürlich auch, und den bekommt man da natürlich relativ schlecht nach oben raus. Ne? Ja.
Also für tiefe Geschichten relativ schlecht geeignet. Wenn man mal aber zum Beispiel oben an der Oberfläche eine schöne Kante haben möchte, dann wäre das zum Beispiel ein Fräser, mit dem ich meinen letzten Fräsdurchgang machen würde, richtig? Genau, ich würde halt erst grob vorschrubben, dass ich ein bisschen Platz habe für die Späne. Ja, da habe ich ja schon mal eine Nut und dann, wenn ich dann den letzten Millimeter wegnehme mit dem Fräser, dann können die Späne nach hinten weg, dann passt es auch. Nur sollte ich mit dem halt nicht direkt in die Vollnut reinfahren. Ja. Sehr gut. So. Dann haben wir hier jetzt unser Material, das wir gefräst haben. Dadurch, dass es so hell ist, muss ich diesmal die Kante nach unten halten, damit man es ein bisschen besser sieht. Wir haben jetzt hier die Fräsung mit dem Spiralwinkel 6 mm und hier haben wir die Fräsung mit dem vorgesehenen, mit dem Einschneider. Und ich kommentiere mal so ein bisschen, also man sieht hier wirklich so die einzelnen Schläge, wie Andi das vorhin schon sagte. Aber auch hier ist es dann doch schon auch, dass man diese Schläge sieht. Ich versuche es mal ein bisschen in die Kamera zu halten. Es ist grundsätzlich immer so, dass wenn man je mehr Schneiden der Fräser hat, je ruhiger läuft die ganze Geschichte, weil halt immer eine Schneide im Eingriff ist und während die eine rausfährt und die andere vielleicht noch drin ist, kommt die andere schon wieder mit dazu. Und wenn ich jetzt nur einen Einschneider habe, da trommelt da halt so richtig gegen die Kante. Ist ja halt auch für eine Maschine, die nicht sonderlich massiv aufgebaut ist, wie jetzt so eine handgeführte Oberfräse, ist das, sage ich mal, relativ suboptimal für sowas. Ja, da sagst du tatsächlich was. Wir haben mal ein bisschen was vorbereitet, um es euch wirklich auch visuell vorzustellen, was denn ein Einschneider ausmacht, beziehungsweise was die Wuchtung oder die Balance von dem Schneider ausmacht. Und zwar haben wir hier einfach mal ein Brett, das ein bisschen auf der einen Seite erhöht ist. Und da werde ich jetzt mal einen Einschneider, den wir vorhin schon hatten, ins Rollen bringen. Und ich hoffe, wenn ihr zuschaut, ich lasse den jetzt gleich rollen, dann seht ihr richtig, wie der schneller wird, ein bisschen langsamer, schneller und so weiter und so fort. Ich denke, das konnte man sehr gut sehen. Ich mache es aber nochmal. Also man sieht richtig, wie er auf der einen Seite mehr an Gewicht hat. Wohingegen nehme ich jetzt mal einen Zweischneider. Der läuft schon etwas runder. Und ich gehe jetzt mal auf einen Dreischneider sogar. Und da seht ihr, wie der wirklich richtig schön rund läuft. Das einfach nur zur Veranschauung von einem Einschneider, der natürlich gar nicht anders kann, als zu rollen. Die Einschneider gibt es auch gewuchtet. Ja, das wäre kein Problem. Aber man hat dieses Problem immer noch, dass die Schneide halt mal wieder rausfährt, komplett aus dem Material, und dann wieder komplett reinfahren muss. Und da ist halt für so ein relativ leichtes Gerät, ist es da besser, wenn man da einen Fräser hat, der mehrere Schneiden hat. Ja. Genau, man kann das Ganze auch relativ gut fühlen, wenn man in der Luft eintaucht und auf eine höhere Tiefe eintaucht, dass dann die ganze Origin zu vibrieren beginnt, bis zu dem Punkt, wo sie selbstständig wieder austaucht, weil sie ihren Korrekturbereich verlassen hat. Genau, aber das ist schön, dass man das immer sehr direkt merkt, welcher Fräser da passt, und in der Regel ist es ja eigentlich dann auch kein großes Ding. Andi, es gibt eine Nachfrage, die mich jetzt tatsächlich auch interessiert. Wir hatten schon öfters darüber gesprochen, dass man die richtige Absaugung braucht oder auch Maske bei Carbon-Geschichten und so weiter. Josef weist darauf hin, dass er aus seiner Sicht das auch bei Mineralwerkstoffen empfehlen würde. Ich weiß nicht, wie du das aus deinem Schreineralltag oder aus der Ausbildung kennst. Gut, grundsätzlich sagt man ja auch, dass Holzwerkstoffe krebserregend sein können, Holzstäube, weil Holz eine Chemikalie beinhaltet, vor allem Harthölzer, die Feinde abschrecken soll oder einfach Tiere, die es fressen können. Schreiner, die es einatmen. Und genau deswegen findet man auch auf vielen Fräsern die Krebswarnung, vielen Holzbearbeitungswerkzeugen. Und
ja, grundsätzlich ist Schutzvorrichtung eigentlich nie was Falsches. Genau, das ist auch so ein bisschen das Motto unserer Schwesterfirma Festool, die ja extrem starken Fokus auch auf Absaugen hat. Also zur richtigen Verwendung im Holzbereich werden die M-Klasse Sauger empfohlen, die einfach den richtigen Filter haben, auch eine Warnfunktion, falls der Absaugstrom nicht optimal ist. Genau, und dann bei kleinfaserigen Werkstoffen ist es auch wirklich wichtig, eine Maske zu tragen. Gerne natürlich auch bei Mineralwerkstoffen. Genau, und da ich jetzt da nicht so gut zu verstehen bin, bin ich heute ein schlechtes Vorbild. Aber wenn ich natürlich mehr Werkstoff fressen müsste, jetzt auch vor allem Korian oder Kohlefaser, dann würde ich natürlich auch eine Atemschutzmaske anziehen. Gut, dann hast du jetzt Aluminium vorbereitet, richtig? Genau, richtig. Ein 6 mm dickes Aluminiumteil habe ich jetzt da drin. Wir werden da zwei Fräser wieder vergleichen, wie schon gehabt heute. Im Schaumstoff haben wir ja gesehen, dass ein Fräser mit einer kleinen Frässchneide, also ein sehr scharfer Fräser, sehr gut geeignet ist. Deswegen werden wir den jetzt mal in Aluminium zeigen, was denn da genau passiert. Und demgegenüber stellen werden wir den Dreischneider, den wir vorher gesehen haben, der auch wirklich sehr schön rund und sauber läuft und auch von dem her eher weniger Schläge produzieren würde. Ja, also Andi hat jetzt gerade in Origin den eingespannt und wir werden dann gleich den Vergleich zu dem dafür gedachten Fräser schieben. Lasst uns da gleich im Detail dann auch mit Michael drüber sprechen, was diesen so besonders macht. Ich schieb mal vielleicht noch eine Frage für Michael in der Zwischenzeit ein. Die Up-Down-Cutter bzw. Compression-Bit nennt man sie im Englischen oder Kompressionsfräser im Deutschen vielleicht, sind die sehr gängig aus deiner Sicht? Also da ging es konkret um Materialien, die doppelseitig beschichtet sind, also sowohl oben wie auch unten. Ist das eine gängige Sache bei euch? Also wir selber haben keine im Programm, also so ein Up-and-Down-Cut, also in einem. Wir haben nur entweder einen Up-Cut-Fräser oder einen Down-Cut-Fräser bei uns im Sortiment. Genau. Es gibt natürlich andere Hersteller, die da was haben. Es ist relativ speziell, man sieht es sehr, sehr selten, auch aus meiner Erfahrung. Ich hatte bisher nur einmal einen Fall, wo ich das wirklich zwingend gebraucht habe. Die Idee einfach für alle, die das noch nie gehört haben, ist, dass man im Grunde genommen in der ersten Zustellung direkt so tief geht, dass die Downcut-Geometrie sozusagen auf die Oberfläche drückt und dann darf man beim Austreten aus Material auf der Unterkante maximal so tief austreten, dass noch die ersten 1-2 mm vom Fräser sozusagen unten raustreten und die haben eine Upcut-Geometrie und sind dementsprechend perfekt für die Unterseite. Können wir vielleicht auch mal im zukünftigen Webinar zeigen. Ist eine ziemlich spannende Geschichte. Wie gesagt, relativ selten eher auf großen industriellen CNC-Anlagen zu sehen. Gerade wenn ihr in der letzten Zustellung einfach ein bisschen vorsichtig seid und nicht so aggressiv ins Material fräst bzw. eine Opferplatte unterliegen habt, ist der Ausriss nach unten eigentlich kein Problem, weil ihr sozusagen einen Druck auch von oben habt gegen die Opferplatte. So, jetzt hat man schon deutlich andere Fräsgeräusche gehört von Andi. Aluminium ist doch immer ein bisschen anderes Geschäft. Ja, man konnte da sicher schon sehr gut hören, dass der Fräser nicht geeignet ist für dieses Material. Ich konnte es auch richtig fühlen. Extrem viel Schnittdruck und extrem eine unruhige Fräsung allgemein. Ich bin mit dem Vorschub zurück und mit der Drehzahl natürlich auch, damit mir das Material nicht wegschmilzt. Und ja, wollen wir doch gleich den anderen Fräser noch einspannen. Ja, ich zeige ihn nochmal in die Kamera und Michael, vielleicht magst du mal kommentieren, was diesen Fräser ausmacht. Gut, bei dem Fräser ist es jetzt halt so, dass der einen relativ flachen Prallwinkel hat und da hat man halt immer den Vorteil, dass da permanent Schneiden im Material drin sind und das ist dann natürlich besser, wie wenn da bei jeder halben Umdrehung die Schneide einmal komplett ins Material reinfährt. Bringt natürlich wesentlich mehr Ruhe in die ganze Maschine rein und da hat man halt auch noch der Universalfräser, wie ihr ihn nennt, ist ja eigentlich ein Holzfräser mit einer sehr scharfen Schneide. Und dieser Aluminiumfräser ist von der Schneidengeometrie wesentlich flacher aufgebaut. Das heißt, da hakt nicht so ein Material wie jetzt eben der Holzfräser oder Zweischneider. Mhm.
Genau, um vielleicht zum Beispiel vorher zurückzukommen, den ich jetzt einspanne, ist mehr eine Axt als ein Rasiermesser, und den ich vorher hatte, ist mehr das Rasiermesser. Mirja, wenn du ihn schnell in die Kamera zeigen willst. Also man kann es zwar nicht sehen, aber man kann es fühlen, dass der schon ziemlich stumpf ist, schon nach dieser kurzen Distanz in Aluminium. Oh ja. Also hier habe ich noch den ich euch gerade in die Kamera gezeigt habe, noch den frischen sozusagen. Der ist deutlich schärfer, der sieht auch noch richtig scharf aus. Und da sieht man jetzt wirklich, der ist total mitgenommen. Und wenn man das wirklich mit seinen ganzen Fräsern machen würde, das kostet ordentlich Geld. Genau, das Thema kam auch so ein bisschen im Chat nochmal auf, so Fräserpflege und auch Pro und Contra von Schärfdiensten. Können wir vielleicht auch später nochmal ein bisschen zu quatschen am Ende. Andi, könntest du nochmal was zu den Einstellungen sagen, die du jetzt im Aluminium verwendest? Also konkret wirklich Eintauchgeschwindigkeit, also für den Automodus die Geschwindigkeit, aber auch Spindelgeschwindigkeit. Genau, das hängt natürlich immer sehr stark mit Bauchgefühl auch zusammen. Ist ein bisschen eine Erfahrung, die man sammeln muss mit Origin. Jetzt in Aluminium ist die größte Gefahr, dass der Fräser natürlich stumpf wird und im Zusammenhang mit dem oder mit zu viel Drehzahl, dass das Material schmilzt, weil die Reibung einfach zu hoch wird. Das heißt, je mehr Schneiden das ich habe, desto tiefer muss ich runter mit der Drehzahl. Wenn wir an die Spanndecke zurückdenken, wir wollen da nicht eine zu kleine Spanndecke, weil sonst das Material wegschmilzt. Das heißt, Vorschub habe ich jetzt auf 280 mm pro Minute mit beiden Fräsern, weil ich mich damit wohlfühle, so vom Handling her, und ich spiele jetzt mit der Drehzahl. Das heißt, mit dem Dreischneider bin ich auf der Stufe 2 unten, weil ich eine Schneide mehr habe als beim Zweischneider. Beim Zweischneider war ich vorher auf der Stufe 3 bis 4. Stufe 2 bedeutet, ich übersetze das mal so ein bisschen, das sind ca. 13.200 Umdrehungen, Stufe 3 sind 16.400. Genau, das mag auch alles jetzt ein bisschen anders klingen für die CNC, also Aluminium-CNC-Spezialisten, die wir vielleicht heute im Webinar haben. Also ihr müsst ein bisschen im Blick behalten, Origin ist keine klassische CNC, sondern wirklich ein handgeführtes Gerät, kommt ja so ein bisschen aus der Oberfräsenecke. Und dadurch, dass der Mensch mit im Prozess drin ist, hat man eigentlich auch genau immer diesen Faktor mit drin. Und Mensch kann ein handgeführtes Werkzeug gar nicht so schnell führen, wie schnelle Schrittmotoren oder Servomotoren das können. Und dadurch entstehen so ein paar ganz neue Modelle, auch für Fräserhersteller, Fräserexperten. Ist immer wieder spannend, da sich reinzudenken, weil es halt wirklich gleichzeitig auch nicht das Wissen von Oberfräsen übertragbar ist, weil man ja auch wiederum Fräsertypen einsetzen kann, die an der Oberfräse gar keinen Sinn geben. Zum Beispiel Schrubbfräser geben an der Oberfräse eigentlich keinen Sinn, hier dann aber schon. Und dadurch kommen ganz neue Erkenntnisse zustande, die wir eigentlich hier in diesem Webinar auch hier zusammen aufbereiten. Wolfgang fragt, ob eine Minimalmengenschmierung sinnvoll ist. Für Origin will ich das ausschließen. Ich gebe die Frage aber trotzdem mal an Michael weiter. Ist es bei euch gängig? Ist es für Aluminium im Moment Best Practice oder wie kühlt ihr Aluminium? Fräsarbeiten. Ja, ist eigentlich unerlässlich, gerade bei der Aluminiumzerspannung, weil gerade da fährt man halt so hohe Vorschübe und so hohe Drehzahlen und zum Teil halt auch relativ tiefe Zustellungen. Und da hat man dann eben das Problem, dass sich da ohne Minimalmengenschmierung ruckzuck eine Aufbauschneide bildet und die ist nur chemisch zu entfernen. Andererseits kann man den Fräser dann in die Hartmetallschütte nebenan legen. Ne? Sehr gut. Wir sind jetzt fertig mit dieser Testfräsung. Auch die halte ich mal hier in die Kamera rein. Ihr seht jetzt hier, diese Fräsung haben wir, also bis hierher haben wir es gemacht mit dem Zweischneider und dann hier wirklich mit dem vorgesehenen Dreischneider. Ich hoffe, ihr könnt es genauso gut sehen wie ich. Also ihr seht hier total, dass es wirklich so Einkerbungen gibt und wohingegen es hier dann wirklich schön geschnitten oder gefräst ist. Ich spiele mal so ein bisschen rum. Gut, so ganz kleine Einkerbungen kann man fast nicht vermeiden, weil halt die Spindel wirklich nicht wie bei einer CNC-Maschine so fest verbaut ist. Aber es ist schon ein wesentlich besseres Resultat als mit dem anderen Fräser. Und wenn man das jetzt noch mehr verbessern wollte, könnte man mit dem Vorschub noch ein bisschen zurückgehen. Und ja, würde dann nochmal eine bisschen feinere Kante erhalten. Gut, ihr habt jetzt da auch eine relativ tiefe Zustellung.
Ja, also das Material, das ihr da auf einmal wegnehmt, ich denke mal, wenn man da jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt mit so einem Handführergerät, ob das da möglich ist, dass man da sagt, man lässt halt 2/3 Zehntel Aufmaß und nimmt die dann zum Schluss nochmal weg, ja, dann wird man da natürlich eine wesentlich bessere glatte Kante bekommen, als wenn man da jetzt da 2 oder 3 Millimeter auf einmal zustellt. Genau, Michael, das ist eine coole Frage, sollten wir an Andi auch mal weitergeben. Vielleicht kannst du ganz kurz die Versatzfunktion mal zeigen. Also das kann man alles am Gerät live einstellen sozusagen. Ich bin jetzt gerade noch dabei, auf das letzte Werkstück zu wechseln. Das wäre nämlich jetzt im Moment das Messing, das ich gestern irgendwo hatte. Kein Problem, ich habe es jetzt verloren, das Werkstück, weil ich es gestern wahrscheinlich aus Versehen gelöscht habe. Aber kein Problem. Ich kann schnell einen neuen Scan machen von meiner Arbeitsfläche, indem ich da diese Marker auf meiner Workstation eigentlich einscanne. Das Werkstück ebenfalls. Bestätige das mit der grünen Taste. Alle Bilder werden zusammengerechnet. Und ich befinde mich jetzt eigentlich auf dem virtuellen Arbeitsplatz, der auch tatsächlich sich unter meiner Maschine befindet. Ich sehe da das Messing, 2 Löcher, die ich schon gefräst habe gestern. Ich möchte jetzt natürlich heute 2 neue fräsen. Ich mache jetzt da ein Loch mit einem Durchmesser von 10 mm. Jetzt habe ich das 0 auch noch getroffen. Sehr gut. Platziere den da, wo ich Platz habe. Ich könnte es natürlich auch mit dem Raster einen Nullpunkt aufnehmen und da platzieren. Jetzt in dem Fall wäre das ein bisschen übertrieben. Ich kopiere das, weil ich gern 2 Löcher fräsen möchte nachher zum Vergleich. Genau, jetzt habe ich meinen Arbeitsbereich gestaltet, gehe ins Fräsen rein. Jetzt wird mir das Loch angezeigt mit 10 mm Versatz. In diesem Fall können wir mal 0,5 mm oder 0,2 noch besser einstellen. Ich wähle jetzt an, dass ich da die Innenkontur haben möchte, also innerhalb. Ich könnte auch außerhalb fräsen. Und wie gesagt, hier der Versatz. Kann ich auch ins Minus gehen, dann würde das Ganze minim größer werden. Man sieht es jetzt da nicht so gut, wenn ich 1 einstelle und Minus machen würde, würde es nach außen größer. Wir wollen es jetzt aber nach innen größer, weil wir einen Schrubbdurchgang und dann am Schluss mit dem Schlichtdurchgang genau auf die Kontur fahren. Das so die groben Origin Basics. Wenn wir über Schrubb und Schlicht sprechen, hast du mir kurz nochmal den Aluminium? Natürlich. Perfekt. So, also in dem Messing, das Andi gerade vorbereitet hat, die 2 Kreise, werden wir diese 2 verwenden. Der linke ist wieder der Aluminiumfräser, den wir auch gerade schon verwendet haben. Und der rechte, das ist ein Diamantverzahnter. Also das ist wirklich härtestes Material auf den Zähnen drauf. Und Andi, sag uns mal, warum du welchen für was benutzt. Also ich werde jetzt zuerst mal den Dreischneider benutzen, den wir vorher in Aluminium gesehen haben, der eine relativ schöne Kante hinterlässt. Problem jetzt bei diesem Fräser, werden wir für das Loch natürlich eintauchen. Das heißt, die seitlichen Schneiden sind da eher irrelevant in diesem Sinne. Also das heißt, es kommt jetzt auf die Stirnschneiden von diesem Fräser drauf an. Und dadurch, dass er so einen hohen Spiralwinkel hat, sind die Stirnschneiden automatisch eigentlich sehr aggressiv. Also die haben einen kleinen Schneidwinkel und wenn die Material greifen, dann greifen sie auch und schrauben eigentlich den Fräser wie ins Material rein. Und ja, wir werden jetzt gleich sehen, was das für eine Auswirkung hat, wenn wir damit Messing fräsen möchten. Wenn du den anderen noch in die Kamera halten möchtest, Mirja, dann sehen wir, dass der viel einen größeren Winkel hat bei den Stirnschneiden, was auch mehr der Axt entspricht. Das heißt, wir haben eine mehr schabende Wirkung. Der Fräser schneidet nicht so aggressiv und sollte deswegen auch ruhiger laufen. Aber das werden wir jetzt gleich sehen, ob diese Annahme stimmt oder nicht. Eigentlich der Fräser, den ihr bei Mirja seht, ist für Verbundmaterialien.
gedacht und nicht unbedingt für Vollmetall. Michael, was würdest du sagen, wenn man jetzt viele Löcher fräsen müsste in Messing, also in Vollmetall? Was würdest du sagen, wenn man so einen Fräser nimmt, der eigentlich nicht dafür oder dafür genau verkauft wird? Und ich denke jetzt, dieser Fräser wird wohl das, ein ähnliches Problem haben, dass sich die Diamantbestückung seitlich, dass sie sich zusetzt irgendwann und dann schneidet er halt einfach seitlich nicht mehr. Für sowas wäre jetzt dann vielleicht ein Fräser, sage ich mal, mit einer 30-Grad-Spirale eher geeignet für sowas, weil gerade wenn man stirnseitig eintaucht, verhält sich sowas ja wie ein, sage ich mal, wie ein Propeller von einem Flugzeug. Ja, je flacher das der Propeller ist, je weniger schnell fliegt das Flugzeug, also je weniger Zug ist da drauf. Und je steiler, dass ich den mache, je mehr zieht es den eben mit rein, wie es der Andi vorhin schon gesagt hat. Und das ist halt bei einer Fräsmaschine, also bei einer richtigen Fräsmaschine, ist das weniger das Problem, da das halt alles ausreichend stabil gedacht ist. Aber auch wieder bei so einem handgeführten Gerät muss man da halt auch wieder so ein bisschen gucken, was sich da am besten für eignet. Genau, ich habe jetzt den neuen Fräser eingespannt. Da der Nullpunkt noch nicht ganz klar ist, von dem mache ich einen Z-Touch. Das heißt, die Spindel fährt runter, bis sie Materialkontakt hat. Dadurch weiß die Maschine, dass da der Nullpunkt vom Fräser erreicht ist, dass sie da ins Material eintaucht. Dementsprechend kann ich die Tiefe einstellen, habe ich auf 8 mm gesetzt. Eigentlich könnten wir das Loch 12 mm tief machen. Und jetzt speziell bei diesem Loch, wo die ganze Kontur in den Korrekturbereich reinpasst, von meiner Maschine habe ich die Helix-Funktion. Das heißt, in diesem Fall wird sich die Spindel helixförmig nach unten schrauben und deswegen werden bei diesen Fräsern jetzt eigentlich auch nur die Stirnschneiden sehr stark beansprucht und die Seitenschneiden sollten daher sich eigentlich nicht zusetzen mit dem Aluminium, mit dem Messing. Vorschub habe ich gleich wie vorher, Drehzahl auf 2, da wir 3 Schneiden haben, eher tief und jetzt da ist der Eintauchvorschub noch wichtig, weil der auch zur Helix beiträgt. Da geben wir 130 mm, was relativ langsam ist, und 240 mm beim automatischen Vorschub in X- und Y-Achse. Genau. Ich habe den Dreischneider mit den aggressiven Stirnschneiden und wenn ich jetzt mit dem fräse, sollte man es eigentlich sofort hören und sehen, was passiert, sobald er eintaucht. Ja, also wir haben es deutlich gehört. Klingt nicht schön. Nochmal. Also auch um Origin zu halten, am Anfang geht es noch. Sobald er ein bisschen tiefer eintaucht, beginnt die Maschine extrem zu wackeln. Man sieht auch, dass das Loch absolut nicht rund wurde. Aber das werde ich dann, ja, ich könnte sie jetzt schnell in die Kamera zeigen. Lass es uns sehen. Aber tatsächlich ging so ein Raunen durch das Webinarstudio gerade. Wie man es nicht tut. Ja. Genau. Wir also, tun sie auch nur, dass ihr es zu Hause dann richtig macht. Genau, man sieht richtig, wie es auch ausgebrochen ist. Hier. Und ja, auch kaum handelbar war die Origin. So, dann gebe ich zurück an dich. Flo hat gerade eine Frage im Chat, die dazu passt oder auch nicht dazu passt. Es wird sehr stark über Diamantschliff oder Diamantwerkzeuge insgesamt diskutiert. Da vielleicht auch mal die Frage an Michael. Diamantwerkzeuge, gibt es einen Diamantschliff, also dass mit Diamant geschliffen wird oder... Also es gibt natürlich Fräser, die auch wirklich mit Diamant oder Industriediamanten bestückt sind. Aber gibt es auch den Diamantschliff? Also da wird ja auch viel Marketing außenrum gemacht, ne? So Diamantwerkzeuge, dann ist es so ein bisschen bedampft. Viel Hokuspokus oder ist da was dahinter? Gut, es gibt halt einmal die beschichteten Werkzeuge. Ja, und gerade so diamantbeschichtete Werkzeuge. Zum Beispiel, wenn man es Kohlefaser macht. Da ist dann so ein diamantbeschichtetes Werkzeug schon wesentlich besser, weil die Standzeit 7-8 Mal höher ist als von einem normalen Vollhartmetallfräser.
Wenn man aber eh schon jeden zweiten Fräser abbricht, dann macht es natürlich keinen Sinn, ja, dass man da einen teuren Diamantverzahnten nimmt, Diamantbeschichteten nimmt, weil da bricht genauso ab wie jeder andere auch. Aber wenn man da gerade halt viel Material macht und man ist sich sehr sicher, was man da macht, dann kann man da durchaus so einen Diamantbeschichteten nehmen, weil, wie gesagt, gerade bei Kohlefasern so, wo halt der Verschleiß sehr, sehr hoch ist, da hält dann so ein Werkzeug schon ein Vielfaches länger als ein unbeschichtetes Werkzeug. Genau, ich denke. Gleich kurz zum Vergleich. In der Kamera haben wir einen mit einer Beschichtung und den rechten jetzt da im Bild, der hat eine Schneide, die voll Diamant ist. Also Diamantkorn zusammengepresst mit, ich glaube, Hartmetall, oder? Ergänze mich da gerne, Michael, falls ich da was Falsches sage. Kenne ich mich jetzt gar nicht aus mit den diamantbestückten Werkzeugen. Da haben wir uns noch nie großartig drum bemüht, sowas da bei uns aufzunehmen. Weil das ist halt wirklich für wirklich spezielle Fälle. Ja, und da lassen wir dann gern anderen den Vortritt. Vielleicht noch interessant für die Schreiner, ein diamantbeschichtetes Werkzeug, wenn das mal stumpf ist, kann man nicht mehr nachschleifen wegen der Beschichtung, weil die runter ist. Bei einem Voll-Hartmetall-Werkzeug kann man das nachschärfen lassen vom Schärfdienst und sich damit dann vielleicht ein zweites Leben erkaufen. Ein bisschen Geld einsparen. Genau, das kann man dann sozusagen, wenn es nachgeschliffen ist, kann man das natürlich auch wieder einmessen lassen und genau diesen ganz genau gemessenen Wert in der Radiuskorrektur von Origin auch angeben. Das funktioniert natürlich gut. Genau, der Durchmesser ist da einfach eine Schaltfläche, wo ich eintippen kann, was mein Werkzeug für ein Durchmesser hat. Ich könnte da ganz einfach auch sagen, es ist 5,8 mm. Und die Origin fragt mich automatisch nach dem Z-Touch, weil sie denkt, dass ein neues Werkzeug drin ist und sie den Nullpunkt noch nicht kennt. In diesem Fall aber schon gemacht und ein 6 mm Werkzeug. Ich habe dich unterbrochen, Florian, sorry. Nee, überhaupt nicht. Ich wollte das Wort einfach nochmal an Michael geben und einfach fragen, wie seine Sicht auf Schärfdienste ist, ob diese kleinen Fräser gerade für Oberfräsen oder auch kleinere CNCs aus seiner Sicht nachgeschärft werden oder ob es da ökonomischer ist, einfach tatsächlich einen neuen, also erstens pflegsam mit den Fräsern umzugeben und dann einfach auch einen neuen zu kaufen, wenn es soweit ist. Ich meine, es kommt immer drauf an. Man kann die durchaus nachschleifen. Wir bieten das auch an für unsere Werkzeuge. Die Frage ist halt immer so, nachschleifen, ja, kostet 10 Euro. Wenn jetzt ein neuer Fräser 12 Euro kostet, ist dann auch noch zweimal hin und her geschickt ist, ja, dann ist es besser, man legt sich das Ding irgendwo beiseite oder man lässt ein paar zusammenkommen, dass sich das dann nachher rentiert. Wenn man jetzt allerdings natürlich einen Fräser hat, der 60 oder 80 Euro kostet, ja, da kann man das dann natürlich, da rentiert sich das Nachschleifen schon deutlich. Mhm. Sehr gut. Okay, Andi, du bist bereit? Genau, ich habe jetzt den eingespannt mit den Stirnschneiden mit dem großen Winkel, also der eigentlich mehr schaben sollte und von dem her auch ruhiger fräsen sollte. 12 mm Tiefe haben wir immer noch, ist noch unsere Challenge. Schauen, was passiert. Sehr gut, ich bin gespannt. Also Andi hat jetzt den Diamantverzahnten eingespannt und ihr seht schön an der Spindel, wie Origin sich nach und nach nach unten bewegt, immer im Kreis. Und dann eben bis zur gewünschten Tiefe runtergeht. Es hört sich deutlich besser an hier im Studio, wenn man schon auch merkt, dass Origin kämpfen muss. Das kann man vielleicht an der Stelle nochmal sagen. Also Origin ist natürlich vornehmlich ein Werkzeug für Holzwerkstoffe, Mineralwerkstoffe, Kunststoffe und so weiter. Die Buntmetalle oder weichere Metalle, wie jetzt ein gut fräsbares Aluminium, das geht schon gut. Also kann man wirklich machen. Anni hat es ganz gut beschrieben, so dass man, wenn man vielleicht einen Prototypen baut und einfach irgendein Zahnrad braucht oder ein Metallteil, passt das perfekt. Ich würde es jetzt aber nicht als Maschine sehen, um 100 Mal irgendwie ein bestimmtes Zahnrad zu fräsen. Ich glaube, da gibt es einfach bessere Maschinen. Sehr schön. Also es ist dieses Loch hier auf 12 mm runtergefräst und ihr seht innen drin vielleicht auch, dass es wirklich so eine raue Kante ist, die eben natürlich davon kommt, weil es
diese Verzahnung vom Fräser gibt. Wenn ihr jetzt so eine Kante erzielen wollt, wie wir sie hier drin haben, wirklich schön eine gute Fräsqualität dann auch erreichen an der Kante, dann empfiehlt oder wird Andi jetzt hier noch mit dem bereits bekannten Fräser mit dem Dreischneider noch einmal nachlegen. Und falls ihr euch fragt, wie Andi ziemlich schnell dieses Werkstück ein- und ausspannen kann an der Workstation und doch immer wieder an der richtigen Stelle ist, das haben wir da der Workstation zu verdanken. Genau, der Workstation in Verbindung mit den Keilverbindern, die waren schon ein großes Thema im Chat, also ganz große Nachfrage. Genau, also was ihr seht, wo Origin gerade drauf steht, ist die Shaper Workstation, da ist das Shaper Tape, also das Markiersystem sozusagen dauerhaft aufgebracht und man kann gerade kleine Werkstücke oder ja komplizierte spannende Werkstücke sehr, sehr schnell einspannen, entweder so auf diesen kleinen Tisch, den Andi gerade nutzt, oder auch vertikal. Tischbeine, Stuhlbeine, das ist so ein bisschen einer der Vorteile, wo man vielleicht über kleinere CNCs mal schnell hinwegkommt, weil man einfach eine extrem große Z-Höhe hat und man da ja so komplexere Teile für Sichtverbindungen schön fräsen kann. Genau, aber der Keilverbinder, wie gesagt, der wird sicher nochmal ein Thema für uns. Also die Resonanz im Chat war schon sehr hoch. Schön. Ja. Also ich zeige die Verbindung nachher gerne noch. Gerne, genau. Nochmal da, aber jetzt... Genau, werden wir den Vorteil von dem Fräser mit den Dreischneiden noch nutzen, nämlich dass er seitlich sehr sauber schneidet. Wir werden nochmal eine Helix fräsen und in weißer Voraussicht haben wir vorher da auch noch 0,2 mm Versatz gegeben, die wir jetzt wegnehmen. Das heißt, wir fräsen direkt auf die Kontur, damit wir diese Kante noch nachschlechten können. Das Geräusch im Studio ist sehr angenehm. Man merkt jetzt richtig, wie weniger Material weggenommen wird mit dem richtigen Fräser. Das ist das Schöne auch an Origin. Dadurch, dass man sie direkt erlebt und in der Hand hat, kann man da auch ein sehr gutes Gefühl dafür entwickeln. Was ist der richtige Fräser? Was sollte man eher vermeiden? Was ist die richtige Drehzahl, richtige Einstellung etc.? So. Dann lass uns mal genauer hingucken. Sehr schön. Also es ist dieses Loch hier, das jetzt auch so eine wunderbare, glänzende und saubere Kante erzielt hat. Ich bin zufrieden. Ich auch. Sehr gut. So, dann ist jetzt so ein bisschen die Diskussion eröffnet. Flo, ich schaue mal dich an. Wir sind soweit durch mit unseren Materialien. Gibt es noch Fragen oder auch Michael von dir Hinweise, die du gerne loswerden willst? Gut, ich hätte jetzt vielleicht mal noch was zu den hinterschliffenen Fräsern. Da haben wir doch auch irgendwie den Schaumstofffräser gerade noch da irgendwo zur Hand. Ja, der ist jetzt natürlich noch benutzt. Genau, ja, ich habe kein Problem. Wenn man jetzt sieht, kann man deine Finger hinten ein Stück zurück, genau, da sieht man jetzt, dass der Schaft zwischen der Schneide und der Spannseite, dass der da abgesetzt ist. Also das heißt, wenn der Fräser jetzt 6,6 mm hat, dann hat der Schaft da dazwischen 5,8 mm. Denn somit kann ich dann praktisch in mehreren tiefen Zustellungen. Ich kann halt einmal die komplette Schneidenlänge in einer tiefen Zustellung zustellen und dann kann ich aber nochmal ums Gleiche eintauchen und somit reibt dann der Schaft quasi nicht am Werkstück, sondern man hat da halt ein bisschen Platz dazwischen, weil wenn das ja an der Kante reiben würde, jetzt beim Schaumstoff ist das nicht ganz so relevant, aber jetzt halt gerade wenn ich irgendwo beim Holz oder so, dann kriege ich da schwarze Stellen, weil halt einfach dieses unverzahnte Material an der Holzkante reibt und somit kriege ich dann oder beschädige ich dann halt meine eigentlich schön gefräste Kante wieder. Ja.
So, Andi, zeig nochmal deine Verbinder, warum du heute so schnell deine Materialien wechseln konntest. Genau, möchtest du schnell filmen, dann kann ich da das Werkstück in die Kamera halten. Genau, die Keilverbinder, die ja scheinbar im Chat schon ordentlich diskutiert wurden. Dabei handelt es sich um so Plastikhülsen, die mit einer Schraube festgeschraubt werden können an einem bestimmten Punkt. Natürlich eine Verbindung, die mit einer CNC sehr gut umsetzbar ist, also mit einer Oberfräse und Schablone. Und jetzt natürlich durch unsere Origin auch, die eigentlich das gleiche ist wie eine Oberfräse mit einer digitalen Schablone. Weil als Gegenstück zu diesen Hülsen braucht es immer noch die Fräsung. Das ist ein spezieller Fräser mit einer Schwalbenschwanzverzinkung vorne. Kann man da diese Slots einfräsen, natürlich bei diversen Werkstücken. Und da gibt es immer einen Eintauchpunkt. Der auch schön, wo die Hülse schön drin verschwindet. Und indem man das Werkstück dann verschiebt, befestigt sich das Ganze. Genau, jetzt hier jetzt eine spannende Anwendung so in der Werkstückspannung, sage ich mal. Andi, wo würde man das typischerweise in der Tischler- und Schreinerei einsetzen? Ah, natürlich für Schränke, die man auf der Montage schnell zusammensetzen möchte. Es gibt das ganze System auch mit Aluminiumschienen, dass man nicht direkt ins Holz fräsen möchte, wenn man jetzt ein Weichholz hat, wo man Angst hat, dass die Hülsen ausbrechen. Dann ist das sicher auch eine gute Möglichkeit. Also Schränke, Regale, eigentlich diverse Möbel und natürlich so besondere Spannvorrichtungen. Genau, und dann mit Origin kann man natürlich auch andere Formen als nur eine gerade Linie fräsen, aber das gucken wir uns dann am besten Fall in einem getrennten Webinar mal an. Also die Nachfrage ist da, Andi. Du hättest dein nächstes Thema. Gut, gut zu wissen. Sehr schön. Dann schaue ich nochmal in die Runde, ob es Fragen, Anregungen, Sonstiges gibt. Genau, vielleicht nochmal an die Community, alle, die gerade zuschauen. Schreibt gerne nochmal Fragen rein, falls noch was unklar geblieben ist. War teilweise recht viel los, ich konnte nicht alles direkt sehen. Falls es Fragen, also sehr individuelle Fragen gibt zu einer Anwendung, schreibt einfach ein hello@shapertools.com. Und einfach nochmal, dass wir die Zwischenzeit, bis vielleicht letzten Fragen noch reinkommen, überbrücken. Nochmal die Frage an Michael und Andi. Einfach so das kleine Einmaleins der Fräserpflege. Es wurde jetzt relativ viel über Schärfdienste gesprochen und wie man das meiste aus seinen Fräsern rausbekommt. Einfach, was sind so die Grundregeln, um einfach neben der richtigen Fräserauswahl eine gute Standzeit rauszubekommen? Ich kenne eine. Ich bringe mich hier mal direkt ein, weil ich das jetzt ein paar Mal schon von Andi gehört habe. Nie die Fräser gegeneinander schlagen. Ne? Genau. Das ist definitiv so. Weil wenn man die halt einfach irgendwo in eine Kiste wirft, ja, wo die dann aufeinander liegen, dann brechen die Schneiden ab, da so ein Vollhartmetall halt sehr schnell bricht, gerade wenn das nochmal gegen ein anderes Vollhartmetall kommt. Und dann hat man da halt relativ schnell kaputte Fräser. Ist es dann auch genau der Grund, also dass Fräser einfach nicht runterfallen soll, ne? Also dieses Vollhartmetall hat einfach eine sehr zerbrechliche Eigenschaft, kann man das so sagen? Klar, das Vollhartmetall ist eigentlich wie Glas, ja, wenn das halt runterfällt. Also wenn ein Fräser runterfällt, kann man immer davon ausgehen, dass da irgendwo eine Ecke wegbricht oder sonst irgendwas. Also das geht so schnell. Selbst wenn man da mal hart aufsetzt mit der Spindel beim Reinfahren ins Material oder sonst was, oder man hat die Spindel aus und die oder die ganze Maschine aus und die Spindel sackt irgendwie ab. Ja, in dem Moment, wo die praktisch auf den Tisch knallt und man hat da nicht ein Holzblatt oder was drauf, kann man davon ausgehen, dass man den Fräser ausspannen kann und direkt in die Hartmetallschrottkiste befördern kann. Andi, hast du noch einen Tipp? Ja, natürlich die Fräser immer schön mit Fräsereiniger putzen. Wenn sich die Schneiden zusetzen mit einem Material, entsteht mehr Reibung, als wenn es saubere Schneiden sind. Durch Reibung entsteht Hitze, was dann schlussendlich dazu führen kann, dass der Fräser brennt, also so blau anläuft und dadurch auch sehr, sehr schnell abstumpft. Sehr gut. Was man auch noch hat bei den Fräsern, viele Leute sind halt zu vorsichtig mit der ganzen Geschichte und denken, ich habe mir da jetzt einen teuren Fräser gekauft, jetzt fräse ich erstmal langsam.
Wir haben dann zwar einen geringen Vorschub, aber immer noch die hohe Drehzahl. Dadurch entsteht dann auch relativ viel Wärme am ganzen Werkzeug. Und wenn das Vollhartmetall heiß wird, dann glüht es ruckzuck aus und wird stumpf. Dann kann man den Fräser auch so komplett entzeugen. Eigentlich genau der Grund, wieso dass wir heute in Aluminium sehr weit runter sind mit der Drehzahl, jetzt auf Stufe 2 am Schluss und definitiv nicht auf Stufe 6. Sehr gut, dann schaue ich ein letztes Mal zu Flo und somit in den Chat. Viel Lob kommt rein für die ganze Runde. Ich glaube, wir haben heute alle viel gelernt, inklusive mir. Und auch vielen Dank nochmal an Michael, aber ich überlasse euch einfach die Abmoderation. Ja. Sehr schön. So, dann würde ich tatsächlich diese Session beschließen. Ich freue mich, dass ihr alle dabei wart. Und wenn ihr Fragen habt, wie Flo schon sagte, meldet euch einfach, schreibt uns eine E-Mail an hello@shapertools.com. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Bis bald. Bis bald. Tschüss.